Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich habe ziemlich viel Stoff und habe das versucht, jetzt über Flipcharts auch für euch ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Ich werde wahrscheinlich 1,5 Stunden brauchen. Wenn es Bedarf gibt an Fragen, bin ich ja nachher noch da oder auch morgen oder Diskussion. So, also, um zu verstehen, was ich vorstellen will, das ist ein Resultat meiner Arbeit und dessen, was ich sozusagen arbeite und wie ich arbeite. Kurz was zum Hintergrund. Ich habe von 1980 bis 86 Germanistik, Linguistik studiert und Philosophie mit einem Schwerpunkt auf Erkenntnistheorie, Wissenschaftsgeschichte. Das waren die ersten 6 Jahre. Dann habe ich begriffen, dass ich irgendwann arbeiten muss und habe mich dann entschlossen, Psychologie zu studieren und habe Schwerpunkt klinische Psychologie gemacht, weil ich damals schon wusste, ich will Psychotherapeut werden. Bin seit 1990 mit NLP befasst, also habe ich die Ausbildung angefangen. Die Struktur der Magie 1 habe ich 1982 mal gelesen. Und ich arbeite seither in der freien Praxis für Psychotherapie, in der Privatpraxis in Berlin. Habe auch ungefähr 10 Jahre für einen psychosozialen Träger im Psychiatriebereich gearbeitet. Was mir einen Zugang geschaffen hat zu psychiatrieerfahrenen Menschen. Und neben dem, dass man da ein unglaubliches Maß an materiellem und sozialem Elend sieht, sieht man halt auch eine ganze Menge seelisches Leiden, also extremes seelisches Leiden. Ich habe oft den Eindruck gehabt, das, was für mich eine Krise ist, ist für die Leute ein guter Tag. Und man wird da auch mit Phänomenen konfrontiert, die, sage ich mal, weit jenseits dessen sind, was man normalerweise in der Praxis hat. Das sage ich später was dazu. Ich arbeite heute mit Erwachsenen aller Altersgruppen und Diagnosen oder womit die Leute kommen. Und auch mit ausgebildeten NLPlern. Also ich habe viele Leute, die aus der NLP-Szene kommen. Und das Spannende ist, die kommen alle und erzählen mir im Erstgespräch, wie viel sie sich verändert haben, wie großartig das ist und was alles passiert ist. Aber es gäbe da ein paar Sachen, wo nichts greift. Und das hat mich aufmerksam gemacht. Und aus vor allem dieser Klientel, also psychiatrieerfahrene Menschen und ausgebildete NLPler, ist sozusagen das entstanden, was ich heute in einem größeren theoretischen Rahmen vorstellen will. Ich gebe euch mal kurzen Überblick. Ich will heute über die paradigmatischen Grundlagen des NLP was sagen, also das Welt- und Menschenbild, was dahinter steckt. Und ein erweitertes Paradigma für therapeutische Arbeit vorstellen, mit dem ich sehr viel arbeite mittlerweile. Warum? Weil ich bei psychiatrieerfahrenen Menschen vor allem, aber auch bei NLPlern die Erfahrung gemacht habe, dass die Arbeit mit NLP-Methoden, so wie ich sie gelernt habe, und ich habe auch viel mit sozialem Panorama gearbeitet, also das, Lukas Derks ist ein enger Freund von mir, und ich habe einfach festgestellt, es ist bei manchen Sachen nicht veränderungswirksam. Und das hat einen Suchprozess bei mir in Gang gesetzt. Wie kann man es doch lösen? Und ich will das heute auf der Ebene von Grundmodellen und Grundprinzipien besprechen. Ich will nicht auf Methoden eingehen, wenn jemand Fragen zu konkret, wie man vorgeht und so, das ist sehr komplex, hat gerne hinterher oder morgen. Und ich werde was sagen zum klassischen NLP, eventuell zum sozialen Panorama. Darf ich mal kurz um Handzeichen bitten, wer ist mit dem sozialen Panorama vertraut? Okay, das ist gut, okay. Und die Idee ist, aus der heraus ich das mache, dass jedes therapeutische Modell, wir haben ja Modelle, hat seine Reichweite und seine Begrenzungen auch. Also es gibt Sachen, die kann man damit machen und es gibt Sachen, die kann man halt nicht damit machen. Und ich will gerne, dass man das so ein bisschen Klarheit auch für mich über die Vorannahmen der eigenen therapeutischen Arbeit. Meine Grundhaltung zu dem Ganzen ist, es ist nicht eine Methode gegen die andere, also entweder oder, sondern sowohl als auch. Jede deckt einen Bereich ab. Und ich fand schon immer, dass diese Konkurrenz zwischen Therapieschulen
eigentlich sinnlos ist, weil es gibt ja immer irgendeinen Grund, warum es eine Therapieschule gibt. Sonst würde man das ja nicht machen. Überblick, das ist sehr viel. Ich will kurz was zum Begriff des Paradigmas sagen, wie ich ihn verwende. Dann so eine Idee, die vorstellen, die ich lange schon hatte, so Psychotherapie als Kunsthandwerk. Ja, was gibt es da für Wohlgeformtheitskriterien, wenn man therapeutische Modelle entwickelt? Dann habe ich schon gesagt, klassisches NLP, soziales Panorama. Dann will ich was dazu sagen, was das Ganze für mich nicht erklärt und wie ich trotzdem aus einer NLP-spezifischen Ausgangsposition vorgegangen bin bei diesem Suchprozess. Dann was zu Welt- und Menschenbildern im Heilwesen, Grundmodelle, kognitive Ansätze der Traumatherapie und dann das, wie ich heute schwerpunktmäßig arbeite und wie ich finde, sehr, ja, das ist wie Handwerk eigentlich, das ist sehr zuverlässig in den Ergebnissen, schlage ich vor, dass man auch eine energiemedizinische Erweiterung kognitiver Ansätze machen kann und will ein Grundprinzip darstellen, wie man mit Arbeit, mit dissoziativen Abspaltungen arbeiten kann und mit, ich nenne es mal Fremdgefühle, bevor ich Näheres dazu sage. Das Ganze habe ich getauft jenseits der Kognition, anregend zu einer paradigmatischen Erweiterung des NLP. Ich würde euch bitten, auch wenn ihr Fragen habt, mir die hinterher zu stellen, weil es ist ziemlich viel Stoff. Okay? Also. Psychotherapie als Kunsthandwerk. Was steckt dahinter? Ich habe keine Ahnung von Autos und war immer schon fasziniert, dass meine Kfz-Schrauber alle möglichen Autos hinkriegen. Die sind alle irgendwie unterschiedlich und doch sind es Autos. Und dann habe ich gedacht, okay, was hat so ein Kfz-Mechaniker für ein Expertenwissen? Der weiß, was ein Auto ist und aus welchen Komponenten es besteht. Er weiß, welche Prozesse ablaufen. Er weiß, wie genau welche Störung entsteht, woran er die erkennt und wie er daraus abgeleitet diese Störung behebt. Dann habe ich überlegt, könnte man ja für Psychotherapie einfach auch mal überlegen, was ist denn genau das Psychische und aus welchen Komponenten besteht das? Welche Prozesse laufen darin ab? Wie genau entsteht welche Störung, woran erkenne ich sie und wie behebt man daraus abgeleitet die Störung. Das heißt, das ist eine Analogie, die ich da für mich gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt natürlich hunderte oder, glaube ich, über 2000 Therapieformen. Man braucht irgendwie Wohlgeformtheitskriterien, die so ein Modell erfüllen muss. Und eins war, was für mich sehr wichtig wurde, ich brauche einfach ein Konzept, was in diese Psyche eigentlich sein soll, die ich da therapieren will. Die Begriffe sollten nicht, also man kann viele Begriffe erfinden, in der Wissenschaftstheorie nennt man das hypothetische Konstrukte, also Freud zum Beispiel, Über-Ich, Es-Ich oder Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich in der Transaktionsanalyse. Aber ich kann viele Begriffe erfinden. Wie kriege ich irgendwie hin, dass das Ganze auch Bodenhaftung hat? Und dann habe ich mir überlegt, okay, die Begriffe müssen entweder sinnlich wahrnehmbar sein, das haben wir im NLP ganz viel, oder imaginativ. Es muss ein sensorisches Äquivalent dafür geben, weil das gewährleistet mir eine strukturelle Kopplung zwischen meinem Modell und dem Gebiet, also das, was Menschen erleben. Deswegen habe ich versucht, so vorzugehen, dass ich keine hypothetischen Konstrukte mache. Für mich ganz klar als NLPler, es muss vom subjektiven Erleben ausgehen. Wenn man sich die ICD-Diagnostik anguckt, ist es so, dass, was weiß ich, du hast 100 Leute, davon sind 10 irgendwie viel mit Impulsdurchbrüchen beschäftigt und sehr emotional labil. Dann nennt man die Borderline und glaubt dann, man weiß, was das ist.
Ja, und wenn dann der Laptop aus dem Fenster schmeißt, also jemand den Laptop aus dem Fenster schmeißt, dann sagt man, ja, das macht er, weil er Borderline hat. Aber ein Wort, ein Begriff, ein Fremdwort kann ja nicht erklären, warum jemand sozusagen einen Laptop aus dem Fenster schmeißt. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Dann muss es irgendwie prozessorientiert konzipiert sein. Meine Erfahrung auch mit psychiatrieerfahrenen Menschen ist, die sind ganz lange normal, normal, normal. Ja, und dann passiert was und dann hast du es mit dem zu tun, warum die in der Psychiatrie sind und dann sind sie wieder normal. Und das ist aber das, was sozusagen jeder von uns wahrscheinlich auch kennt. Also ich kenne es zumindest, dass man einfach Zeiten hat, wo es einem nicht gut geht. Und ich sage zu den Leuten dann immer, das ist schwierig, wenn du deine Identität als psychisch Kranker hast, ja, also sozusagen verdinglicht, weil ich hatte auch schon mal einen Schnupfen. Ich werde wahrscheinlich wieder mal einen Schnupfen kriegen, aber deswegen bin ich kein Schnupfer. Ja, ist so für mich. Also ich möchte keine Pathologisierung auf Ebene der Identität drin haben und keine Pseudo-Erklärung durch Diagnosen. Ich will auch ein Modell, das keine prinzipielle Unterscheidung zwischen gesunden und kranken Menschen macht, weil wenn man sich da reinversetzt in die Leute, die sind in wirklich extremen Krisen. Und wenn du dann umgeben bist von lauter Menschen, die sich für gesund halten und dich für krank, tut es dir echt nicht gut. Es sollte ein Störungsmodell geben, aus dem sich irgendwie Interventionsmethoden ableiten lassen. Und es sollte irgendwie was rauskommen bei dem Suchprozess auf Heilung abzielen. Ja? Ich mache da eine Unterscheidung zwischen Coping-Strategien, also Menschen geht es nicht gut, dann tut er was, damit es ihm besser geht. Ja, das kann saufen sein oder einkaufen gehen ganz viel oder was weiß ich. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch NLP als Coping-Strategie verwenden, wenn ich jedes Mal tierisch aufgeregt bin, wenn ich mit meinem Chef rede und mir vorher einen Ressourcenanker setzen muss und auslösen. Dann ist das für mich Coping-Strategie. Dann gibt es Behandlungseffekte. Behandlungseffekte würde ich so definieren, du erreichst was auch in der Sitzung, ja, und die Leute gehen hinterher glücklich raus, aber es schnappt wieder zurück. Ich hatte mit den klassischen NLP-Methoden im Psychiatriebereich die Erfahrung gemacht, dass die Sitzungen selbst sehr gut liefen, aber am Ende hat sich nichts geändert. Ja, also das ist sozusagen, hat mich dazu gebracht, dass die Idee, die im NLP populär war, dass wenn ein Prozess gut läuft, ist die Veränderung passiert, dass die so nicht stimmt. Und wenn ich NLP-Ausbildungen mache, dann frage ich auch immer 4 Wochen später, ob es gehalten hat. Und zum Teil hält es und zum Teil hält es halt nicht. Das heißt, ich habe dann, wenn es nicht hält, nur einen Effekt erreicht, während Heilung heißt, es ist weg und kommt nicht wieder. Das wären für mich die Kriterien. So, bevor ich darauf eingehe, kurz was zum Begriff des Paradigmas. Wer mich sehr beeinflusst hat, war Thomas Kuhn. Der hat 1962 in der ersten Auflage und 70 in der zweiten Auflage, die wurde dann ein Klassiker, den Begriff des Paradigmas und Paradigmenwechsel begründet. Und er sagt, ein Paradigma sind die grundlegenden Vorannahmen, die in einer gegebenen historischen Epoche, also er denkt ganz weit zeitlich, durch eine Konsensbildung unter anerkannten Fachleuten eines Wissensgebiets als wahr, für wahr gehalten werden. Und er sagt, Wissenschaft fängt eigentlich erst da an, wo sich eine Fachgemeinschaft darauf einigt, dass sie weiß, wie folgende Fragen beantwortet werden können. Nämlich, was sind eigentlich die Bausteine des Universums? Also anders ausgedrückt, was ist der ganze Laden hier eigentlich? Welche Entitäten bevölkern das Universum und welche gibt es nicht? Wie wirken diese Entitäten und Grundbausteine aufeinander und auf die Sinne ein, auf die Wahrnehmung?
welche Fragen können überhaupt sinnvoll gestellt werden und mit welchen Methoden macht man das? Was sind legitime Methoden? Das heißt, beim Begriff des Paradigmas geht es eigentlich um das Weltbild und daraus abgeleitet natürlich auch um ein Menschenbild. So, jetzt habe ich mir mal angeguckt, wie das im klassischen NLP läuft. Also was ist das Modell, was Bandler und Grinder vom Menschen letztlich konzipiert haben? Der Ansatzpunkt von denen war, Therapie als Kommunikationsprozess zu begreifen, in dem es praktisch zwei Leute gibt und jeder hat einen Input, einen sensorischen, Informationsverarbeitung und Output. Ja, das auf der anderen Seite auch. Input, Informationsverarbeitung, Output und wie sich das verschleift. Und da haben die in den 70er Jahren schwerpunktmäßig ungefähr ganz grob vereinfacht folgendes Modell gemacht. Was sie sagen, was sie beschreiben ist, es geht um subjektive Erleben und das findet in den Repräsentationssystemen statt, also dem visuellen, auditiven, kinästhetischen, olfaktorischen, gustatorischen Repräsentationssystem. Damit meinen die im Prinzip wahrscheinlich das sensorische Kortex oder irgendwas. Das führen sie nicht so genau aus. Und man kann sich das wie so Schalen vorstellen. Das ist der Bereich des Psychischen bei NLP, beim Klassischen. Dass du sozusagen in den Repräsentationssystemen immer eine Mischung hast aus sensorischen Inputkanälen, also was die physischen Sinne wahrnehmen, und imaginative Inputkanäle, also deine Vorstellungen, innere Klänge, irgendwelche Stimmen. Die haben das VACOG external und VACOG internal genannt. Die Gefühle, das hat Bandler später gebracht, Anfang der 80er Jahre, die Gefühle entstehen nicht durch den Inhalt dieser Vorstellungswelten, sondern durch die submodale Kodierung. Also ist das Ganze ganz nah dran oder weit weg, groß oder klein und solche Dinge. Und das ist das, was nach meinem Dafürhalten zumindest im NLP unter psychisch verstanden wird. Darüber wird geredet und damit wird gearbeitet. Und das ist eigentlich nur introspektiv zugänglich. Und einer der Gründe, warum NLP im Grunde nie richtig in der Wissenschaft Fuß fassen konnte, war, dass seit etwa 100 Jahren Introspektion nicht mehr als Forschungsmethode gilt. Ja, da gab es einen Riesenstreit vor etwa so ungefähr 100 Jahren. Und da wurde die Methode der Introspektion, die grundlegend für die Psychologie am Anfang war, wurde sozusagen exkommuniziert. Das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe. Aber NLP liefert, und die Idee hatten sie von Fritz Perls, die sagen, okay, es gibt aber beobachtbare Hinweise, was da drin läuft. Das ist einmal ein nonverbales Ausdrucksverhalten und andererseits das, was die Leute sagen, die Sprache. Und das Metamodell, die erste Veröffentlichung, zeigt, wie man sozusagen von dem, was Leute sagen, zu dem, was sie sich vorstellen, kommen. Also ein sprachlicher Ausdruck, die Tiefenstruktur. Und dann fragen, wie man sozusagen das, was hier läuft, sozusagen der persönliche Film von dem Menschen, wieder geöffnet wird und mehr Wahlmöglichkeiten entstehen. Und für Submodalitäten gibt es auch nonverbale Hinweise. Ja, wenn jemand zum Beispiel guckt, ist klar, die Spinne sitzt nicht da unten. So, das ist aus meiner Sicht im Kern das, was da läuft oder worüber wir reden. Dann hat Robert Dilts in den 80er Jahren das NLP Volume 1 geschrieben, das Strategiemodell. Das sagt John Grinder mittlerweile, er würde das am liebsten wieder abschaffen. Und zwar, weil es voraussetzt, dass das Gehirn ein linear verarbeitender Prozessor ist. Und man weiß heute, dass Parallelprozesse stattfinden. Ja, ist trotzdem ein schönes Buch. Und Dilts hat interessante Sachen geschrieben darüber, über Strategien berühmter Leute. Was er reinbrachte, war das Thema Glaubenssätze und Glaubenssysteme. Der Anlass war, dass er mit den klassischen NLP-Methoden bei seiner Mutter nicht weiterkam. Die war schwer an Krebs erkrankt, aber er hat festgestellt, okay, die hat das Empty-Nest-Syndrom, die hat keinen Lebenssinn mehr.
Und dann hat er angefangen zu sagen, das ist ein bisschen so Ausgangszustand, Zielzustand, Ressourcen führen den Ausgangszustand zum Zielzustand, das ist ein bisschen zu einfach. Wir müssen noch andere Aspekte des Menschen mit einbeziehen. Seelisches Leiden entsteht im NLP einerseits aus fehlenden Wahlmöglichkeiten, also dass du im Dilemma bist, zum Beispiel bei einer Inkongruenz, oder im Falle von Phobien oder Traumata aus submodal ungünstig kodierten mentalen Repräsentationen, also einfach Bildern, die dir schlechte Gefühle machen. Und die wiederum erzeugen die Gefühle, die unangenehmen Bilder. Und was man macht, ist im Prinzip Submodalitätenveränderung. Entweder direkt, wie bei der Kinotechnik, oder über Ankerintegration, was im Prinzip nichts anderes ist, als du nimmst sozusagen die unangenehme Erfahrung, ankerst die Submodalitäten, eine stärkere, ressourcevolle Erfahrung, da ankerst du die Ressource und dann ist wie kaltes Wasser, warmes Wasser in der Badewanne, wird lauwarm, wenn du es integrierst. Dann wird eine andere Art von Methodik, es sind Konflikte zwischen inneren Teilen, so dass Leute sind zwiespältig oder wissen nicht so oder so und hängen in den Schleifen fest. Da ist das Grundprinzip, die beiden Pole separieren und anschließend integrieren. Und man hat dazu den Trick gegriffen, dass man sagt, okay, Teile haben immer eine positive Absicht, was aber einfach eine Hypothese ist, ja, eine nützliche Hypothese. Und es gibt eine Stelle, wo sie sagen, das ist auch eine Lüge, aber sie funktioniert. Und bei Dills geht es darum, noch auch Glaubenssätze, die daran hindern, die Veränderung zu machen, sozusagen durch zielkompatiblere Überzeugungen zu verändern. Das Ganze ist letztlich aber ein kognitives Modell, oder was heißt aber? Es ist ein kognitives Modell, weil es immer davon ausgeht, dass wie wir uns was vorstellen, so fühlen wir. Also die Kausalität ist, Vorstellung macht Gefühl. Lukas Derks ist dann ab 2000, er hat Mitte der 90er entwickelt, hat dann was Hochinteressantes gemacht und ich habe das jahrelang studiert und habe auch versucht, da sozusagen zu gucken, ob ich damit weiterkomme und ich komme damit auch noch weiter, aber halt, es blieb trotzdem noch einiges ungelöst. Lukas hat eine Unterscheidung getroffen zwischen der Person aus Fleisch und Blut, ich habe das hier mal grün gemacht, die ist sinnlich wahrnehmbar, und einer Personifikation dieser Person. Das heißt, hier zum Beispiel, wenn der Arzt eigentlich auch nur so groß ist, aber jemand dann irgendwie den als Riesenautorität repräsentiert, überlagert sich was und die Gefühle entstehen durch die Personifikation. Und das Dumme ist, dass wir sprachlich zwar zwischen, was weiß ich, Regen und Schnee unterscheiden, obwohl beides substanziell Wasser ist, aber wir unterscheiden nicht zwischen dem Bild einer Person und der Person aus Fleisch und Blut. Wir nennen das beides meine Mutter. Ja, haben vielleicht dann 5 Minuten einen dummen Dialog mit jemand gehabt. In unserer Vorstellung kämpfen wir eine Woche mit der Person und buchen der das alles aufs Konto, weil wir diese Unterscheidung nicht treffen. Was Lukas auch entdeckt hat, ist, dass das Konstrukt oder unser Beziehungserleben beruht nicht auf Erinnerungen, sondern er hat eigentlich aus meiner Sicht ein eigenständiges psychisches System entdeckt. Und das kann man so gegeneinander abgrenzen. Erinnerungen sind immer zeitlich und räumlich kontextualisiert. Das heißt, meine Mutter, als ich ein Kind war, in der Küche, meine Mutter im Altersheim, meine Mutter in dem und dem Urlaub. Das sind Bilder, mentale Repräsentationen, die immer in einem spezifischen Kontext stattfinden. Also da ist immer was drumherum um die Leute. Und ich weiß ungefähr, wann die zeitlich waren. Was Lukas entdeckt hat, ist, dass Beziehung anders läuft.
Das läuft über zeitlich und räumlich nicht kontextualisierte Repräsentationen. Das heißt, du hast leeren mentalen Raum, lässt aus dem Gefühl raus irgendeine Person auftauchen und der Ort und der Abstand und der Blickwinkel ist das, was wirkt emotional. Das sind auch Submodalitäten, aber andere. Und was auch neu war im sozialen Panorama ist, dass die klassische NLP-Submodalitätenarbeit, also wenn man zum Beispiel Kinotechnik anguckt, die untersucht einzelne mentale Repräsentationen, also spezifische Erinnerungen, zum Beispiel das schlimmste Moment, der dann auf der Kinoleinwand irgendwie verändert wird, oder auch Zielbilder. Das heißt immer konkrete Sachen, entweder Erinnerungen oder das soziale Panorama untersucht verallgemeinerte Repräsentation. Beziehung ist ja eine Verallgemeinerung aus Erfahrung. Ja, ich kann zum Beispiel mit jemandem befreundet sein und trotzdem gerade richtig sauer auf den sein. Deswegen mutiert er nicht zum Bekannten. Das bleibt separat. Und was Lukas damit gemacht hat, und man kann sich das ganz analog zu Aufstellungen vorstellen. Ich mache auch mit Christian Rosenblatt alle 2 Jahre einen 4-tägigen Workshop, wo wir soziales Panorama und Aufstellungsarbeit verzahnt ineinander unterrichten. Dann sieht man sehr schön die Parallelen. Man kann sich, wie so, Lukas, das deine, wie so ein Schachspiel vorstellen. Also du hast hier verschiedene Figuren, die du aufrufst, die Submodalitäten klärst. Und es sind Verallgemeinerungen. Es ist immer eine Verallgemeinerung, wenn ich über eine Beziehung spreche. Es ist nicht eine spezifische Erinnerung. Und du kommst darüber zur Systemebene, nämlich Systeme von Beziehungen, die du im sozialen Panorama aufdecken kannst und auch verändern kannst. Und im Laufe der Jahre, wir diskutieren die Sachen seit 25 Jahren zusammen, wurde uns klar, dass das soziale Panorama eigentlich nur ein Sonderfall ist eines allgemeinen Modells des mentalen Raums. Das heißt, analog erforschen lassen sich Glaubenssätze, Systeme, Werte, Zeitlinienstrukturen, das habe ich gemacht, da habe ich ein Video dazu im Netz. Das war insbesondere im Zusammenhang mit Depressionen sehr interessant. Weil was er letztlich entdeckt hat, ist, dass die Ebene, die wir im NLP Generalisierung nennen, hat eine sensorische Basis. Und das ist nicht Erinnerung, sondern das sind diese kontextfreien Bilder, mentalen Repräsentationen, die trotzdem eine Menge Gefühle machen. So. Im sozialen Panorama entsteht seelisches Leiden analog zum NLP, zum klassischen, aus submodal ungünstig kodierten Personifikationen, also sozusagen Visualisierungen von Personen im mentalen Raum. Entweder ein ungünstiges Selbstbild, also ein zu schwaches Selbstbild oder ein zu starkes Selbstbild, oder Personifikationen anderer. Und die Arbeit läuft darauf raus, eine submodale Neukodierung von Personifikationen zu machen, entweder durch Verschieben oder durch Ressourcen transferieren. Das ist das, was Lukas da entwickelt hat. Es gibt Leiden, das aus Konflikten, ähnlich wie Teilekonflikte, aus Konflikten zwischen Rollenidentitäten entstehen. Ja, oder beispielsweise ist es unökologisch, wenn jemand Manager in einer großen Firma ist und zu Hause auch so auftritt, weil Familienvater ist irgendwie eine andere Rolle als Chef von einem Ölkonzern. Da an solchen Themen kann man arbeiten. Lukas hat auch eine sehr schöne Glaubenssatzmethode, Veränderungsarbeit. Und für mich im klinischen Bereich besonders interessant sind die frühkindlichen Personifikationsbildungen, was er Familienpanoramaarbeit nannte. Das ist in Kurzfassung, du über eine einfache Regressionstechnik bringst du jemanden ins Alter 5-6 Jahre, tunnelst dann in den leeren mentalen Raum, lässt die frühen
Personifikationsbildungen auftauchen. Also wo taucht Mama auf, wo taucht Papa auf und so weiter. Und kriegst dann ein Familienpanorama, wo du die einzelnen Beziehungen sehr gut wiedergespiegelt siehst, und zwar aus dem Alter. Ich habe das untersucht und habe Leute in unterschiedliche Altersgruppen, Altersphasen rekrutiert und habe festgestellt, das Familienpanorama verändert sich da, und das macht auch total Sinn, weil wenn ich mit 50 immer noch das gleiche Verhältnis zu Mama und Papa habe wie mit 5, falle ich irgendwie auf. Ja. Wir arbeiten deswegen bei 5-6 Jahren, weil das die Zeit ist vor der Schulreife, die noch sehr stark emotional geprägt ist. Ja, wo diese kognitive Distanz zu allem noch nicht so ausgebildet ist. Dann machst du da eine Veränderungsarbeit, und dann hast du es im sozialen Panorama, hast du, also im Familienpanorama hast du dann was kreiert, was man auch empirisch tatsächlich bei Leuten findet, die eine tolle Kindheit erlebt haben. Also nicht, dass die Eltern das sagen, sondern das wirklich so erlebt haben. Und um das zu stützen, gehst du mit den Ressourcen, die da entstehen, dann durchs Erinnerungssystem und machst einen Change History Prozess. Das heißt sozusagen Change History, und schaffst Repräsentationen, die dieses neue Familienpanorama unterstützen. Und ich habe das über Jahre schwerpunktmäßig gemacht und festgestellt und das richtig studiert, weil ich die Methode genial fand, und habe festgestellt, was man damit erreicht, sind zu Themen Grundvertrauen oder nicht, kann von da kommen, muss nicht, aber kann. Selbstwertgefühl, hat das einen Einfluss, was irgendwie logisch ist, weil wenn ich als Kind zum Beispiel Eltern habe, die ganz viel arbeiten, weil sie denken, sie müssen mir eine gute Zukunft machen, sehe ich trotzdem Eltern, die irgendwo anders hingucken. Und da ich den Überblick nicht habe, beziehe ich es halt auf mich, ja, und denke vielleicht, ich bin nichts wert. Dann, was ich auch sehr interessant fand, es scheint so zu sein, dass ein unbewusstes Partnersuchbild vorgeprägt wird. Das heißt sozusagen, wann springt das Liebessystem im Erwachsenenalter an? Da bin ich drauf gekommen, als ich 3 Frauen zur gleichen Zeit hatte, die alle in der Loverinnenrolle waren, die Männer erzählt haben, wie toll sie sind, aber sie können sich nicht trennen, weil wegen dem Haus oder die Frau wird sich sonst umbringen oder sonst was. Und die hatten alle im Familienpanorama das Muster, dass der Vater weggeguckt hat. Das heißt, Liebe war für die eher Sehnsucht, dass er sie doch angucken möge, und nicht einfach das Gefühl, so ist schön, ich werde gesehen. Da hat es einen Einfluss drauf, und auch Umgang mit der eigenen Geschlechtsidentität, also wie leicht fällt es mir, Mann oder Frau zu sein. Das sind auf jeden Fall mal Sachen, und das fand ich im klinischen Bereich wirklich hochspannend und mache ich auch heute noch viel. Wenn man jetzt paradigmatisch guckt, was diese NLP-Methoden machen, kann man sagen, sie sind prinzipiell weltbildoffen. Also das Weltbild selbst ist nicht festgelegt, aber es gibt eine Tendenz zum Materialismus, also der Idee, dass der Mensch irgendwie so ein Batzen Fleisch ist, der aus neurochemischen Prozessen besteht und halt denkt und fühlt und Bewusstsein hat. Und weil man über Introspektion in der Wissenschaft nicht weiterkommt, versucht man es halt mit Begründung, ja, die Neurowissenschaften zeigen X und Y und so, um dem Ganzen da ein bisschen Unterstützung zu geben. Da komme ich später noch dazu. Das Konzept des Psychischen ist, neurologische Prozesse in den Repräsentationssystemen, geht vom subjektiven Erleben aus. Begriffe haben eine sensorische Entsprechung, also mentale Bilder oder Sprachen, Inkongruenzen, nonverbale oder Personifikation, die kann man ja wahrnehmen. Es ist prozessorientiert, unterscheidet nicht zwischen gesund und krank. Es gibt auch Störungsmodelle, zum Beispiel bei so Flashbildern, dass man sagt, okay, da ist ein Auslöser, dann kommt dieses große, überwältigende, assoziierte, unangenehme Bild, das macht mein Gefühl, und dann ist klar, daraus ergibt sich,
verändere dieses Bild so, dass es klein wird und keine Wirkung mehr hat. Ja, also es gibt durchaus Störungsmodelle im NLP. Und das Ziel ist, dass angestrebte Lösungen selbsttragend sein sollten und genau wie das Problem unbewusst realisiert werden sollten. Das heißt, NLPler arbeiten tendenziell nicht mit Hausaufgaben wie in der Verhaltenstherapie. Ja? Trotzdem, die Grundannahme ist immer, mentale Repräsentationen erzeugen Gefühle. Das ist aus meiner Sicht die Grundidee. So, was erklärt mir das alles nicht? Es erklärt mir überhaupt nicht, was ist eigentlich eine Psychose? Also psychotische Prozesse. Das hat mit Wahlmöglichkeiten und Denken und ich stelle mir hier was vor und kriege ein Gefühl, nichts zu tun. Das ist ein richtiger Hochenergiezustand und die Leute sind sowas von ihrem Film, ja, dass das für mich nicht erklärbar ist mit den Modellen. Ganz interessant fand ich auch Stimmen hören. Wenn man die Leute fragt, was hörst du da? Ja, dann sagen die, nicht alle, aber manche, ich höre diese Stimme so klar, wie ich deine Stimme höre, also meine in dem Fall. Und es ist natürlich extrem irritierend, wenn jemand dich ständig fertig macht, den du so hörst, aber du bist der Einzige, der den wahrnimmt. Ja, das ist total erschreckend für Leute. Ich glaube, Ende der 80er hatte Manfred Spitze, der später als Hirnforscher sich einen großen Namen gemacht hat, ein Buch geschrieben, 500 Seiten lang. Halluzinationen heißt das. Und er diskutiert alle Ansätze seit dem 19. Jahrhundert, die es gibt, um Halluzinationen zu erklären und kommt zu dem Schluss, keines erklärt es wirklich plausibel. Ja, das ist auch interessant. Ja, sondern man sagt halt, naja, du hörst halt was, was es nicht gibt oder siehst halt was, was es nicht gibt. Ja, und dann bist du halt bei der Frage, aha, also wir wissen, dass es das alles nicht gibt. Und das ist irgendwie ein Betriebsunfall, dass jemand Stimmen hört. Es erklärt mir auch nicht Phänomene wie Gedankenentzug, wenn Leute beschreiben, sie wollen was denken und haben das Gefühl, es wird weggezogen. Auch Warnsysteme in ihrer Logik erklärt es mir nicht. Auch eine Manie nicht. Panikattacken auch nicht wirklich. Also es gibt bei Panikattacken sowas wie die Angst vor der Angst, also wo das Erregungsniveau schon mal erhöht wird, weil man Angst hat, dass man gleich eine Panikattacke kriegt. Aber die Leute beschreiben das so, dass es, wenn es plötzlich kommt, dass es wie ein elektrischer Schlag im Solarplexus und als würde eine Energie wie so eine Dampframme hochgehen und sie sind total dulliö. Ja? Und das ist irgendwie auch kein kognitiver Vorgang. Zwangsgedanken finde ich interessant. Jemand denkt etwas, was er nicht denken will. Das heißt, anders ausgedrückt, er nimmt ständig Gedanken wahr oder sie, die sie gar nicht denken will. Auch interessant. Impulsdurchbrüche erklärt es mir auch nicht wirklich, wenn Leute komplett ausrasten. Ja, das ist ja nicht so eine Entscheidung, gehe ich jetzt Tennis spielen oder schmeiße ich das Glas an die Wand, sondern das überkommt die Leute. Das ist nicht steuerbar. Dann gibt es eine Menge Sachen, die man in der Psychiatrie in ausgeprägten Formen findet, aber auch außerhalb der Psychiatrie. Das sind zum Beispiel länger anhaltende dysphorische, also unangenehme Zustände. Also ich kenne das von mir. Es kann sein, ich bin 3 Wochen am Stück irgendwie komisch drauf, weiß, auf der Welt hat sich nichts verändert. Trotzdem erlebe ich sie anders. Und dann hört es auf und der Welt hat sich immer noch nichts verändert, aber ich erlebe wieder alles anders. Wer kennt das noch von euch? Also so länger anhaltende Zustände gibt auch außer mir noch andere. Sehr schön. Dann gibt es Leute, die haben so eine chronische emotionale Instabilität. Die sind irgendwie wackelig, instabil oder ängstlich und vor allem sehr dünnhäutig. Ja, das wird heute, also diese Sachen vor allem, werden heute Hochsensitivität genannt. Ja, für mich eigentlich nichts anderes, also in meinem Konzept, als dass man Traumafolgestörungen zu einer Eigenschaft verklärt.
Möglicherweise, weil man sie nicht gut behandeln kann. Also meine persönliche Ansicht. Es gibt auch sowas wie Antriebs- und Energielosigkeit und deswegen viele Leute zu mir kommen, kognitiv nicht steuerbare emotionale Reaktionen. Die Leute wissen genau, dass es Quatsch ist, was sie machen, und trotzdem passiert es. Und das sind alles Sachen, wo ich ein großes Fragezeichen habe, ob das wirklich über die klassischen NLP-Ideen erklärbar wird. Eine klinische Beobachtung, die ich gemacht habe, In der Psychiatrie ist es besonders heftig. Praktisch die gesamte Fachgemeinde glaubt, dass es sich bei richtigen psychiatrischen Erkrankungen um unheilbare seelische Behinderungen handelt. Nö, ne? Doch, ist so. So ist es auch im Sozialgesetzbuch drin. Ich war mal mit einer Ärzterunde zusammen, wo ich meine Arbeit vorgestellt habe. Und da habe ich so über Borderline gesprochen. Und dann guckt eine Ärztin mich ganz entsetzt an und sagt, glauben Sie etwa, dass man Borderline heilen kann? Und dann habe ich gesagt, na klar glaube ich das, sonst würde ich doch mit den Leuten nicht arbeiten, dann würde ich Bibliothekar werden, weil Bücher mag ich auch. Ja. Was da an Therapie angeboten wird, ist tendenziell Entlastung, also die Leute kommen einmal die Woche, sollen erzählen, was alles scheiße lief, kommen nächste Woche wieder, sollen das erzählen. So eine Art Begleitung oder Krisenintervention. Von ursächlicher Arbeit wird sogar streckenweise abgeraten. Meine Idee war immer einfach aus der Wissenschaftstheorie raus, ob ein Phänomen heilbar ist oder nicht, hat doch was mit der Korrelation zu tun zwischen Phänomen und Behandlungsmethode. Und klar kann es sein, dass es unheilbare Sachen gibt, aber schwere Lungenentzündungen waren früher auch unheilbar. Dann gab es Antibiotika und plötzlich wurden sie heilbar. Das heißt, ich habe irgendwie die Idee verfolgt, dass die mangelnde Veränderungswirksamkeit ja auch an unzureichenden Behandlungsmethoden liegen kann. Und ich finde das eigentlich einen vernünftigen Gedanken. Weil mir auch Leute, zu mir kommen viele Leute, die schon Kassentherapien gemacht hatten, weil mir die manchmal erzählen, dass ihre Therapeuten dann halt sagen, sie seien halt nicht therapierbar. Ja, austherapiert, ja. Also ich nenne das so das Blame-the-Client-Spiel. Weil es kann ja sein, dass meine Methode es nicht ist. Und ich bin doch der, der dafür bezahlt wird, dass es den Leuten besser geht. Und dann ist es doch auch in meiner Verantwortung, das so zu tun, dass es klappt. Und was ich klinisch beobachtet habe, war, völlig egal, welche Diagnose jemand mitbringt, wenn die nicht akut sind, und das definiere ich als niedrigen Arousal, niedriges Erregungsniveau, also kurz gelassen und entspannt, sind die alle total normal. Da würde kein Mensch auf die Idee kommen, dass das ein psychisch erkrankter Mensch ist. Der Unterschied passiert in Hocherregungszuständen. Ja, also wenn richtig getrieben ist und man völlig aus dem Häuschen ist, das kennt wahrscheinlich außer mir niemand hier im Raum von seinem eigenen Erleben. Also ich kenn's. Und was diese Hocherregungszustände an sich haben, ist, dass die als nicht steuerbar erlebt werden. Und ich persönlich erlebe das so, wenn ich so drauf bin, habe ich so eine auditive Schleife, dass das jetzt Quatsch ist und dass ich das gar nicht machen muss und so. Aber es nützt überhaupt nichts. Ja, also es ist völlig wurscht, was ich denke. Und so berichten mir das die Leute auch. Und was mir auffiel, ist, es werden häufig in Hocherregungszuständen sogenannte Universalquantoren verwendet. Also nie hörst du mir zu, alle sind gegen mich. Jeder denkt doch nur an sich selber. Keiner will was von mir. Ja, also diese Worte, die keine Ausnahme behaupten. Und das fiel mir einfach schon lange auf. Ich habe noch nie verstanden, warum es so ist. Ja. Aber für mich habe ich daraus geschlossen, okay, was die therapeutische Aufgabe ist, irgendwie die Quellen trocken zu legen für diese Hocherregungszustände. Das heißt, wenn Leute
entspannt bleiben können, haben sie auch die Symptome nicht. Die Erfahrung zeigt, wenn entspannt sind die Leute, ist alles okay. Wenn das Knöpfchen gedrückt wird und das Erregungsniveau steigt, blühen mehrere Symptomatiken gleichzeitig auf. Depression, Angst, Verfolgungswahn, was weiß ich. Kommt alles gleichzeitig. Ich habe dazu im Netz einen Vortrag von 2011 stehen. Da führe ich das genauer aus. Der heißt NLP und die Struktur emotionaler Prozesse, steht auf YouTube. Also für die, die das ein bisschen vertiefen wollen. So, was sind NLP-spezifische Ausgangspositionen für mich gewesen? Menschen und die Erkenntnistheorie war eigentlich das, was mich von 1982 schon fasziniert hat. Menschen und damit auch Therapeuten orientieren sich an ihrem Modell der Welt, also ihrer Vorstellungswelt und nicht an der Welt selbst. Das heißt, unsere eigene Erfahrung ist nie gleich der Welt. Es ist immer ungleich. Und da gibt es neurologische Einschränkungen, das heißt, hier drin zum Beispiel sind Handygespräche, Fernsehsender, Radiosender, Radioaktivität, Neutrinos rauschen durch uns durch. Aber da wir keine Wechselwirkung haben zwischen unseren Sinnen und diesen Aspekten der Wirklichkeit, existiert es für uns nicht. Das heißt, wir sitzen eigentlich gerade oder stehen in meinem Fall in einer Art sinnlichem Konstrukt. Dann sagen Bendel und Grinder gleich in der ersten Veröffentlichung auch, sozialgenetische, also gesellschaftliche Einschränkungen wirken als Wahrnehmungsfilter, insbesondere zum Beispiel ein Weltbild. Und darauf will ich auch fokussieren nachher. Aber auch soziale Fiktionen, also da fällt mir spontan die DDR ein. Ja, ich lebe in Berlin und die DDR war gesetzt, die gab es. Und plötzlich gab es die nicht mehr, weil einfach keiner sich mehr dran gehalten hat. Diese Fiktion verschwand aus der Vorstellung der Leute. Auch anerkannte Arten der Wahrnehmung, ja, bei den Native Americans zum Beispiel, gibt es sowas wie Visionssuche, also wo die dann 3 Tage in die Wildnis gehen, um ihre Vision zu empfangen, wer sie im Leben sind und worum das geht. Bei uns ist eher so die Haltung, eine Vision ist was, wo man dann zum Arzt gehen sollte, wie Helmut Schmidt das ausgedrückt hat. Und dann gibt es natürlich unsere Überzeugungen, Interessen, Vorlieben, Abneigungen. Das gilt auch für Therapeuten. Das heißt, wir alle leben letztlich in so einem Realitätstunnel, in dem wir bestimmte Aspekte tilgen, unsere Erfahrung verallgemeinern und wenn es nicht passt, unsere Wahrnehmung so verzerren, dass es schon wieder passt. Das gilt für alle Menschen und so können wir als Therapeuten auch jeweils in unserem System gut überleben, sage ich mal, weil es schon irgendwie immer passt. Aber NLP legt sich nicht wirklich fest, weil es ist konstruktivistisch. Ja? Das ist aber nicht relativistisch. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, alles ist irgendwie okay. Und Watzlawick zum Beispiel, über den ich letztes Jahr einen Artikel geschrieben habe, der unterscheidet die Wirklichkeit erster Ordnung, also die Welt wahrnehmbarer faktischer Abläufe oder Prozesse und Tatsachen, so wie das wir jetzt hier sind, und die Wirklichkeit zweiter Ordnung, die Welt von Zuschreibungen, von Sinnen, Bedeutung, Wert und so weiter. Ja, Watzlawick stellt nicht in Frage, dass das hier irgendwie schon existiert, dieser Raum und wir als Leute. Verhandelbar ist das. Und Leiden entsteht bei seiner Art von Therapie eigentlich durch die Bedeutungszuschreibung. Aber das hier wird nicht verhandelt und oder ist eigentlich nicht verhandelbar. Und das ist, wo heute ganz viel Durcheinander ist. Also die ganze Fake-News-Debatte geht letztlich darum, dass irgendwie die Sache mit der verwechselt wird. Okay, NLP bezieht sich auf Alfred Korzybski und der sagte, eine Landkarte ist nicht das Gebiet. Aber der Satz ging weiter, dass sie abbildet, doch wenn sie korrekt ist, hat sie eine ähnliche Struktur wie das Gebiet, worauf ihre Nützlichkeit beruht. Das heißt, ich komme natürlich mit einem Stadtplan von Berlin besser ans Ziel als mit einem Kleidernähe-Schnittbogen für ein Cocktailkleid. Beides hat Linien, aber Landkarte und Gebiet müssen strukturell gekoppelt sein. Das heißt, was
Kurt Siebski zu Recht sagt es, die Landkarte, also die Wirklichkeit zweiter Ordnung, ist nie das Gebiet. Aber er sagt auch, es gibt ein Gebiet. Und die strukturelle Kopplung macht die Nützlichkeit. Und das fand ich gut. Meine Schlussfolgerung war, pragmatisch nützliche therapeutische Modelle sind also daran zu erkennen, dass man mit ihren daraus abgeleiteten Interventionsmethoden auch die Ergebnisse erreicht, die man möchte. Das könnte man als Hinweis nehmen dafür, dass Landkarte und Gebiet einigermaßen gut gekoppelt sind. So zumindest die Idee. Also, wenn ich jetzt mit Phänomenen konfrontiert bin, wo mein Modell nicht mehr hinhaut, muss ich irgendwie out of the box denken. Ja, das war die Idee. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht sollte ich mal drüber den Rahmen ganz weit öffnen und über Weltbilder an sich nachdenken. Und ich habe mal ein paar Beispiele über Weltbilder und Menschenbilder im Heilwesen Das habe ich daher, weil ich habe vor einigen Jahren angefangen, mich mal zu fragen, was eigentlich die Psyche ist, also was der Begriff für eine Geschichte hat, und habe angefangen, ein Buch zu schreiben, wo ich so ungefähr 1000 vor Christus eingestiegen bin und dann, welche Entwicklung macht der Begriff der Psyche historisch bis in die Moderne? Ja, weil das Heilwesen ist ja nicht heute erfunden worden, das gibt es ja schon immer. Und was da klar wurde, ist, es gibt immer auf paradigmatischer Ebene einen Vierklang. Es gibt ein Weltbild, daraus abgeleitet ein Menschenbild, daraus abgeleitet ein Störungsmodell und daraus abgeleitet eine Behandlungsmethode. Für die im homerischen Zeitalter war die Welt ein Kosmos, der war von unsichtbaren Göttern bevölkert. Der Mensch muss in Harmonie mit ihren Gesetzen leben. Verletzt die Harmonie, ist der betreffende Gott erzürnt, also muss ich ihm ein Opfer bringen. Das ist ein in sich schlüssiges Modell. Hippokrates, der dann ein Beobachtungsmedizinmodell entwickelt, ein genialer Typ, für den war die Welt so ein sphärisch aufgebauter Kosmos. Der Mensch besteht aus den vier Elementen, die Empedokles entwickelt hat, also Erde, Wasser, Feuer, Luft. Im Menschen entspricht das den Säften, also die vier Säftelehre, Blut, gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim. Und da ist dann ein Ungleichgewicht drin und die Wiederherstellung des Gleichgewichts ist sozusagen dann die Medizin. In der modernen Version ist es so, wie weit sind wir denn zeitlich? Ja, haben wir noch. 1990 hat George Bush Vater ein Memorandum veröffentlicht, Decade of the Brain, wo praktisch die Hirnforschung initiiert wurde. Man hat da Milliarden investiert und andere Länder haben nachgezogen. Und das war der Grund, warum die Hirnforschung so populär wurde. Das hat da seine Wurzel. Davor war es die Genetik. Also Humangenetik, da ist es ziemlich ruhig drum geworden, weil das alles gar nicht so einfach ist. Aber das Weltbild letztlich ist, die Welt entstand aus einem Urknall, also aus einer sogenannten mathematischen Singularität. Da gab es keinen Raum, Zeit und so weiter, aber alles entstand aus nichts. So, der Mensch ist letztlich ein Aggregat aus Materie, also das sind eigentlich ein materielles Ding. Bewusstsein, Denken, Fühlen, Empfinden sind Emergenzphänomene komplexer Prozesse. Also in uns findet irgendwas statt und das macht dann irgendwie, dass das alles entsteht. Und die logische Konsequenz dieses Dings ist, diese Sichtweise ist, seelische Störungen sind ein Ungleichgewicht in den Neurotransmittern und deswegen gibt man Psychopharmaka. Seit die Neuroforschung so dominant wurde, ist auch in der Psychiatrie, wo bis 70er, 80er Jahre eher so gesellschaftliche Faktoren mitverantwortlich gemacht worden sind, die psychopharmakologische Therapie eigentlich
das Ding, was gemacht wird. Das hat auch seine Berechtigung bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist noch niemand, aus meiner Sicht, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der durch Psychopharmaka geheilt wurde. Das ist eher in vielen Fällen so eine Art Zombifizierung. Das heißt, die Leute verlieren totalen Kontakt zum Gefühl, finden sich hinter so einer Plexiglaswand wieder und werden oft trotzdem akut und müssen in die Klinik. Das ist leider so. Aber es ist eigentlich im Moment der gängige Vorgang. So, ein Schluck Wasser. Modelle der Traumatherapie, die wir machen auch als NLPler oder auch andere, so wie EMDR. Wobei EMDR kommt eigentlich aus dem NLP. Die Shapiro war Sales Managerin von John Grinder. Das wissen viele Leute nicht, sie hat da irgendeine Legende gestrickt. Aber sie hat das eigentlich im Grundsatz von John. Hier und zum Beispiel auch, also nicht nur EMDR, sondern auch unsere Phobie-Kurztechnik, die Kinotechnik und alle diese Sachen. Da ist das Grundmodell, dass traumatisch bedingte Belastungen gehen im Kern auf emotional belastende Erinnerungen zurück. Auch in der kognitiven Verhaltenstherapie. Ja, deswegen macht man so Sachen wie Konfrontationstherapie. Und das Modell ist im Prinzip, ein Trigger löst eine negative Erinnerung aus. Der Sprengstoff steckt in der Erinnerung. Ja, und dann ist logisch, dass der therapeutische Auftrag dann ist, diese Erinnerung zu aktivieren und zu verändern. Ja, entweder Submodalitäten, aber ich arbeite mit belastenden Erinnerungen. Und es gibt sogar Ansätze aus der Memory Reconsolidation Debatte, wo sie Leute dazu bringen, sich an Traumata ganz detailliert zu erinnern und ihnen dann Substanzen spritzen, die verhindern, dass die Synapsen wieder richtig sich vernetzen und zusammenarbeiten. Doch, gibt es also so, das ist richtig wie so Ausradieren von Erinnerungen. Ja. Das Problem im psychiatrischen Bereich vor allem, aber auch bei doch einigen Leuten, mit denen ich sonst arbeite, ist, du kannst gar nicht so viele therapeutische Sitzungen machen, wie es beschissene Erinnerungen gibt. Ja, also weil es gibt Leute, für die ist eigentlich das ganze Leben eine beschissene Erinnerung. Also so Vernachlässigung, Folter. Also es gibt richtig schlimme Geschichten. Aber das, würde ich sagen, ist das Kernmodell von kognitiven Ansätzen. Und kognitive Ansätze sind im Kern materialistisch. Jetzt bin ich jemand, der grundsätzlich weltbildoffen ist. Ich kann auch mehrere Weltbilder parallel haben. Und für mich gab es im Laufe der Jahrzehnte auch immer mehr Risse in diesem materialistischen Weltbild. Und das ist jetzt die Überleitung zu dem, was ich angekündigt habe, dass man auch in einem anderen Weltbild arbeiten kann. Was ich sehr interessant fand, war das Problem der Morphogenese, das Robert Sheldrake Anfang der 80er aufgeworfen hat, wo er nämlich sagte, alle Zellen haben den gleichen Gensatz und es gibt keine plausible Erklärung, warum die hier weiß, dass sie Fingernagel werden muss und die hier dann, dass sie Häutchen werden muss und die drunter, dass sie Muskel werden muss und die dran, dass die Nerv werden muss. Das heißt, die Bildung komplexer Formen, die auch noch funktional sind, ist eigentlich bis heute nicht richtig geklärt. Dann gibt es eine große Diskussion in der Philosophie über das Problem des Bewusstseins selbst, gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Die Frage ist, wenn ich eine komplex genug Maschine baue, ja, wird die dann irgendwann Farben sehen, Gefühle fühlen, eigene Gedanken denken und sich derer gewahr sein? Ist eine offene Debatte, aber ist eine wertvolle Debatte. Dann fand ich interessant in dem Bereich, also das gehört ja alles irgendwie so ein bisschen in den parapsychologischen Bereich, was heißt, es steht neben dem, was so der klassische psychologische Bereich ist.
das ganze Ding mit den Nahtoderfahrungen. Ja, es gibt viele Modelle, aber, und das sind sehr veränderte Erfahrungen, wenn Leute das Gefühl haben, ihren Körper zu verlassen, ins Licht zu gehen, wieder zurückgeschickt zu werden. Es gibt auch welche, die landen in weniger angenehmen Gegenden, kommen wieder zurück. Da hat der Pim van Lommel, das ist ein Kardiologe aus Holland, ein Buch veröffentlicht über Nahtoderfahrungen, wo er diskutiert, dass das alles sich nicht wirklich gut materialistisch erklären lässt, was da kommt. Dann gibt es das Problem von außerkörperlicher Erfahrung oder Out-of-Body Experience, also dass Leute berichten, da gibt es ganze Foren im Internet, wo die Leute sich austauschen drüber, ah, heute bin ich so raus, da so, dass sie ihren Körper verlassen können. Sie können sich hier aufhalten, durch Wände laufen, sie können in andere Wirklichkeiten gehen. Es gibt total viel Literatur darüber. Robert Monroe war so der Nestor, also Out-of-Body Experience in dem 20. Jahrhundert. Er hat ein Forschungsinstitut gegründet. An der kanadischen Universität arbeitet ein Psychologe, der heißt Frederick A. Dema. Der ist eigentlich von Haus aus, macht er es mit Zwangserkrankungen. Aber er hat selber außerkörperliche Erfahrungen und fing an, das zu erforschen. Was ich sehr mutig fand, darüber auch ein Buch zu veröffentlichen und Experimente zu machen. Dann, was ich hochspannend fand, war, weil die sind überhaupt nicht esoterikverdächtig, die amerikanische Armee hat am Stanford Research Institute International, das ist ein Think Tank für die US-Regierung, die machen viele Geheim- und andere Aufträge, haben Anfang der 70er Jahre eine Methode entwickeln lassen, die nannten sie Remote Viewing, also lässt sich jetzt schlecht mit Fernsehen übersetzen ins Deutsche. Ja, aber sie wollten es von Hellsehen abgrenzen. Im Prinzip haben die einen Menschen modelliert, einen Künstler, Ingo Swann hieß der, der in der Lage war, die Augen zu schließen und über Raum und Zeit hinweg Informationen zu ziehen, die er nicht haben dürfte. Ja, und die haben, weil der Zivilist war, das erstmal mit Grundlagenforschung überprüft. Die hatten einen richtig hohen Etat, um herauszufinden, was ist das und gibt es das. Und die haben festgestellt, es ist eindeutig möglich, dass Menschen das machen. Zum Beispiel die Älteren von uns erinnern sich wahrscheinlich, dass Ronald Reagan mal nach diesem Flugzeugabsturz den Muammar Gaddafi bombardieren hat lassen. Erinnert sich noch jemand dran? Der hat also sozusagen Kampfjets nach Libyen geschickt und Bomben auf ein Haus schmeißen lassen. Den Aufenthaltsort von Gaddafi hat ein Remote-Viewing-Team, das in Fort Meade saß, ausfindig gemacht, und Gaddafi war auch in dem Gebäude. Aber er war zu der Zeit, als die Kampfflieger ankamen, an einem anderen Ende des Gebäudes, sodass ein paar Familienangehörige von ihm tatsächlich ermordet wurden, also getroffen wurden. Oder als Jimmy Carter die iranische Botschaft befreien wollte, waren es die Remote Viewer, die alles ausspioniert haben, mit geschlossenen Augen, wo die Gefangenen sind, wie die bewaffnet sind, die Bewacher und so. Und dann hat Carter Hubschrauber, Spezialkommando in die Wüste geschickt, und die Mission scheiterte, weil Sandsturm war. Das war einer der Hauptgründe, warum Carter abgewählt wurde. Und was diese Forschungsgeschichten gezeigt haben, ist, es ist nicht elektromagnetische Strahlung, es sind nicht Radiowellen. Man hat die Remote Viewer in Faradaysche Käfige gesetzt, die elektromagnetische Strahlung abschirmen, funktioniert trotzdem. Ja. Wer darüber was wissen will, da gibt es die International Remote Viewing Association, da sind viele von denen, die damals beteiligt waren, drin. Die Website heißt www.irva.org. Das ist eine seriöse Quelle, weil es gibt natürlich wie immer viele Trittbrettfahrer. Für mich ganz entscheidend war die Begegnung mit Bruce Mohn. Der hat was gemacht, das nannte er Afterlife Exploration. Der hat dabei Ingenieur, ist leider gestorben. Und der wollte wissen, kann man empirische Belege dafür finden, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aus reiner Neugier. Und kam zu dem Schluss, ja. Und hat da eine ganze Serie von Büchern veröffentlicht.
Und was für mich persönlich für die Entwicklung von Methoden auch wichtig wurde, war psychosomatische Energetik von Reimar Bahnes. Das ist eine homöopathische Methode, mit der ich viel bei mir gearbeitet habe. Und die psychosomatische Energetik hat mir Ansatzpunkte für ein Grundmodell geliefert, das ein bisschen anders ist als das klassische. Und ich war wirklich erstaunt davon, weil für mich war Homöopathie bis dahin immer sowas, ja, für Leute, die gern Medikamente nehmen, aber es muss irgendwie bio sein. Ja. Also ich hielt da eigentlich nichts davon und ich habe diese Sachen dann genommen. Da wird man getestet und dann kriegt man so homöopathische Komplexmittel. Und das hat mich dermaßen weggebrezelt, dass ich teilweise arbeitsunfähig war. Und das war auch der Grund, warum ich versucht habe, wie kann ich dieses Modell in NLP-Arbeit übersetzen. Weil gerade Psychiatrieklienten, für die ich eigentlich auf der Suche nach was war, was man denen anbieten kann, wenn die sich nicht länger als 10 Minuten fokussieren können, dann kannst du nicht wirklich therapeutische Arbeit machen. Wenn man das denen gibt, reagieren sehr extrem auf, teilweise sehr extrem auf Homöopathie, dann führt das zu einem Klinikaufenthalt. Deswegen habe ich da sehr schnell die Finger von gelassen. Aber das Grundmodell der psychosomatischen Energetik fand ich hochinteressant. Und daraus hat sich dann das entwickelt, was ich euch jetzt so in Grundzügen vorstellen will. Das Menschenbild, das ist aus der Homöopathie, aber das hat auch Aspekte der indischen Chakra-Lehre oder Meridian aus der chinesischen Medizin, sagt im Grunde, es ist keineswegs so, dass der Mensch ein physischer Prozess ist, sondern er existiert auf mindestens, man kann feinere Unterteilungen treffen, 5 Existenzebenen simultan. Das eine ist die physische Ebene, also das, was ich sozusagen anfassen kann. Aber ich kann auch ganz still da sitzen und mich spüren am ganzen Körper. Ja, da geht es jetzt um sensorische Evidenz dieser Begriffe. Und wenn ich mich spüre, ist das eindeutig was anderes für mich, als wenn ich mich anfasse. Ich spüre mich und ich kenne das aus dem Yoga, man lässt dann Energie, also Empfindungen hochsteigen und wieder runter oder man kann ganz interessante Spiele machen, imaginationsgeleitet. Das nennt man in diesem Ansatz die Vitalebene. Und das ist was, das, also wenn ich versuche mir das klar zu machen, es gibt Tage, da fühlt man sich als Mensch richtig schwer. Ja, schwer, träge, und es gibt Tage, da fühlt man sich leicht und beschwingt. Wenn ich auf die Waage stehe, die physische Ebene misst, kriege ich den Unterschied nicht angezeigt. Ja, da hat was mit Vitalität zu tun, mit Antrieb, mit Energie, Energielosigkeit. Und die sensorische Evidenz ist, ich kann mich spüren, und zwar im ganzen Körper. Und viele Leute, die den Kanal gut ausgebaut haben, sagen auch, sie spüren sich nicht nur bis zur Hautgrenze, sondern auch ein bisschen drüber raus. Manche eher so, ja, manche vielleicht eher so. Und was ich festgestellt habe, ist, Leute, die sich nur ganz nah am Körper spüren, sind genau die, die man als dünnhäutig bezeichnet. Oder vulnerabel, verletzlich. Weil Dünnhäutigkeit meint natürlich nicht die Epidermis hier, sondern das meint, jemand läuft vorbei, guckt mich komisch an und ich kriege gleich so eine Reaktion. Ja, während es Leute gibt, die haben irgendwie so, ja, und dann guckt halt jemand komisch, aber es prallt irgendwo da ab. Das ist so, wie ich mir das erkläre. Dann gibt es die Emotionalebene, und die Emotionalebene erlebe ich und die meisten anderen Leute eher im Rumpf, und zwar vorne. Ja, deswegen lässt sich diese kinästhetische Ebene unterscheiden. Das heißt mit anderen Worten, ich werde selten traurig im Unterarm oder wütend in der Wade. Ja, es kann zwar sein, dass wenn Angst da ist, dass die Extremitäten ein bisschen zittern, aber wenn man Leute fragt, und auch Selbsterfahrung, das immer irgendwie im Rumpfbereich. Das wäre die Emotionalebene.
Die mentale Ebene ist das, was wir im NLP auditiv und visuell internal nennen, also Bilder und Gedanken, Sprache, Töne. Und dann gibt es in der Energiemedizin noch die Idee einer Kausalebene. Das ist sozusagen da, wo das individuelle Bewusstsein, also das ist unser Ich-Bewusstsein, das wir haben, egal wie es uns geht. Es ist immer so eine Ich-Perspektive dabei. Und vielleicht auch so etwas Kollektives, wie C.G. Jung beschrieben hat. Das kollektive Unbewusste. Und was die psychosomatische Energetik behandelt, und das fand ich interessant im Hinblick auf diese Nichtsteuerbarkeit, sind sogenannte Konflikte, oder er nennt es Energiefresser. Das heißt, die Idee, dass von diesen dezidiert nicht physischen, sondern energetischen Ebenen gibt es so Sachen, die abgespalten sind. Und wenn die, mit denen bin ich irgendwie verbunden, das gibt sozusagen so eine Art Nabelschnur. Und diese energetischen Konflikte, die außerhalb dieses Bereichs sind, haben ein bestimmtes Maß an Vitalenergie. Da sind Gefühle drin, da sind Gedanken drin. Und die haben auch so eine Art Ich-Bewusstsein. Fand ich eine steile These, aber irgendwie interessant, weil er sagt, diese Verbindung ist manchmal passiv und meistens passiv. Aber wenn die aktiviert wird, also online geht, dann wirst du von diesen Gefühlen überflutet und kannst sie nicht mehr steuern. Ja, und es wird sozusagen, die Methode, die er hat, er identifiziert ungefähr 28 verschiedene solche Konfigurationen und macht ganz hochpotente Mittel auch mit rein, also so Komplexmittel, was man eigentlich in der Homöopathie nicht soll. Aber er hat es trotzdem gemacht. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, es ist heftig, aber es wirkt extrem gut. Also ich bin heute viel fitter als mit 30, ich bin jetzt 61 und habe sehr viel erreicht mit dieser Methode. Aber es ist nicht angenehm. Zumindest für mich war es nicht angenehm. So, was hat das jetzt mit dem Traumamodell zu tun? Als ich versucht habe, das zu übersetzen in NLP-Arbeit, weil ich dachte, naja, wenn wir so Ressourcen transferieren, so, das ist auch irgendwie Energiearbeit oder sowas, bin ich letztlich über Jahre hinweg, das war ein Entwicklungsprozess von ungefähr 5-7 Jahren, dazu gekommen, dass es vielleicht tatsächlich diese energetischen Abspaltungen im nicht-physischen Raum sind, also was wir im sozialen Panorama, im mentalen Raum nennen, die für diese nicht steuerbaren Sachen zuständig sind und für diesen Energieverlust, diesen Antriebsverlust, den Leute oft erleben, oder diese Ängstlichkeit, Dünnhäutigkeit. Weil es ist ja klar, wenn praktisch vom Mutterschiff was abgespalten wird, ist hier weniger Energie da. Man muss nur die Vorannahme treffen, dass es sowas wie diese Energieebenen gibt. Und wenn Energie außen ist, hat man hier Dünnhäutigkeit, die man auch wahrnehmen kann. Und ich habe dann ausprobiert und bin schließlich dazu gekommen, okay, es scheint so zu sein, dass Abspaltungen, so nenne ich die, also das ist was anderes als Verdrängen, Verdrängen ist Wegschieben, da weiß ich eigentlich davon, aber Abspalten ist richtig weg. Das hat man ganz häufig zum Beispiel im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch. Die Leute wissen oft jahrzehntelang nicht, dass sie schwer missbraucht wurden. Ist komplett weg. Und irgendwas aktiviert es und dann wasch, kommt es zurück. Und meine Idee und Definition von Trauma ist die, dass sozusagen eine Abspaltung entsteht in dem Moment, wo ein Lebewesen mit seinen Bordmitteln eine Situation nicht mehr handhaben kann. Ja? Wenn ein kleiner Säugling aufwacht, nachts Angst kriegt, was macht er? Er schreit. Und die sind erstaunlich gut ausgestattet, damit jemand sie hören kann und sie sozusagen emotional reguliert.
Was ich häufig habe als Ursache von Abspaltungen, sind Leute, die aufgewacht sind, aber es kam niemand. Weil es gab nicht immer Babyphones und so Sachen. Und das eskaliert immer doller und irgendwann klappen die zusammen. Ja, und was da zu passieren scheint, ist, was ich halt Abspaltung nenne. Und das kann in jedem Alter passieren, aber natürlich ist ein Säugling anders empfindlich und kann so einen Resilienzzusammenbruch erleben als ein Erwachsener, ja, oder als ein Jugendlicher. Das sind Sachen, wo ich sage, es hat in dem Alter nicht ausgereicht, mit der Situation klarzukommen. Und dann wird Vitalenergie abgespalten, die unerträgliche Emotion, die zugehörigen Gedanken. Und was verrückt ist, wenn man das imaginativ aufsucht, also es gibt einen Weg, das zu finden, es entsteht so eine Art jüngeres Selbst, das weiß von dem Teil nichts mehr und der Teil weiß von dem nichts. Und dieses jüngere Selbst hat ein Ich-Bewusstsein. Man kann sich richtig mit dem unterhalten. Also imaginativ natürlich. Und man findet dies sehr häufig in fantastischen Situationen. Also gar nicht in, was ich ursprünglich erwartet hätte, irgendwelchen Szenen aus dem Leben, sondern in irgendwelchen Kontexten, die es eigentlich so gar nicht gibt. Also bei uns jetzt hier. Mal ein Beispiel zu nennen, ich war vor einigen Jahren, habe ich mit einer Frau aus dem psychiatrischen Bereich gearbeitet, bin in Urlaub gefahren, kam nach 4 Wochen zurück, es war Hochsommer nach wie vor und ihr Freund war vor die S-Bahn gesprungen und war tot. Und sie war total traumatisiert, total durch den Wind und saß also bei mir im Garten, bei der Praxis und schlotterte richtig. Also schlotterte, der war eiskalt und bei 30 Grad. Ja. Als sie nach ein paar Wochen wieder arbeitsfähig war, haben wir geguckt, ob da Abspaltungen entstanden sind. Die war ungefähr so alt wie ich und fanden eine, die steckte, also da war so eine Höhle und die war aus Eis und die steckte mit dem Oberkörper in dem Eisblock, was gar nicht geht, da würden wir alle ersticken. Ja, die steckte da drin und als wir die dann da rausgeholt haben, war dieses Kälteempfinden weg. Schlagartig. Mit anderen Worten, das Modell sagt, es gibt einen Trigger. Der Trigger aktiviert irgendeine Art von Erinnerung. Also das ist so zum Beispiel bei einem Kind, das aufwachte und da war niemand da. Kann man sagen, okay, auf einer Chunk-Ebene höher war jemand Wichtiges nicht da, der hätte da sein sollen. Ja. Wenn im Erwachsenenleben was passiert, wo jemand Wichtiges nicht da ist, der hätte da sein sollen, kann das ausreichen, ein Gefühl zu erzeugen, also dass es da, wo Erinnerung drinsteht, also reinkommt, aber die Erinnerung hat gar nicht den Sprengstoff in sich, sondern die aktiviert diese Verbindung, weil der Sprengstoff steckt hier. Und wenn das aktiviert wird, kommt es bei den Leuten dazu, dass diese Gefühle und Gedanken, Kombinationen, Mischungen sie richtig übernehmen, kann man sagen. Ja, und dann wird es nicht steuerbar. Und was ich sozusagen therapeutisch dann mache ist oder entwickelt habe, ist, man muss die finden, die Abspaltung. Und ich arbeite, die ersten Jahre habe ich immer noch mit der Erinnerung zusätzlich gearbeitet, weil ich völlig überzeugt war, dass es ohne das gar nicht geht. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, bis es Hinweise darauf gab, dass man das gar nicht machen muss. Das heißt, ich arbeite heute traumatherapeutisch, ohne überhaupt auf Erinnerungen einzugehen. Sondern ich habe ein Verfahren, mit dem ich diese Abspaltung finde. Dann kann man die aber nicht gleich wieder mit den Leuten verschmelzen, also reintegrieren. Dann schaut es die aus den Latschen schlicht und einfach, das ist unangenehm. Sondern man muss einen Zwischenschritt einbauen, in dem diese jüngeren Selbste, die ganz unglücklich sind, erst geheilt werden, bis sie richtig gut drauf sind. Man kann sich das richtig wie
geistige Wesen vorstellen, also Aspekte von einem selber, die alles entsprechend halt in dem Alter sind. Und wenn die wieder gut drauf sind, das heißt, der Sprengstoff raus ist, dann fusioniert man Klient und Abspaltung wieder. Und dann passiert, also je besser es der Abspaltung geht, desto weniger sind die Gefühle da im Alltag oder desto weniger intensiv. Aber die Dünnhäutigkeit geht erst weg, wenn man die wieder fusioniert. Und die Leute haben dann ein Erleben von, ich werde mehr, ich werde größer, ich werde stabiler und so weiter. Das ist das, was ich Arbeit mit Abspaltung nenne. Und die geht ohne tatsächlich Traumaerinnerungen zu machen, also überhaupt mit Traumaerinnerungen zu arbeiten. Und ich habe es ein paar Kollegen beigebracht, die genau die gleiche Erfahrung haben, dass das sehr systematisch funktioniert und diese ganzen komischen Phänomene tatsächlich korrigieren kann. So, jetzt habe ich noch 5 Minuten Zeit. Wollt ihr noch was noch Bizarreres hören oder reicht schon? Nur eine Frage dazu. Ist das das Bild der Heilung eines inneren Kindes? Gute Frage. Also, was interessant ist bei den Abspaltungen ist, die leben in so einer Art Realitätsblase irgendwie im dunklen Raum und da ändert sich nichts. Das heißt, wenn da ein 10-Jähriges abgespalten wurde, ist es seit dem Alter von 10 zeitlos in diesem Scheißzustand. Ja? Das erklärt mir, woher die Universalquantoren kommen. Weil das entspricht der Realität einer Abspaltung 1:1. Das Mutterschiff entwickelt sich weiter, ja, macht auch andere Erfahrungen, die nicht. Ich glaube, dass die Idee vom inneren Kind irgendwie aus der Ahnung von sowas kommt, aber es ist einfach ein Unterschied, ob du sagst, okay, du hast da ein Gefühl, stell dir vor, da ist das jüngere Selbst und dann entwickelst du was, was man so Gedankenform nennen kann, eine Vorstellung, die du dann päppelst, mit der du immer wieder lieb bist. Ja? Der Unterschied ist der, dass ich davon ausgehe, das ist real. Diese Energie existiert real. Und wenn ich das jüngere Kind immer wieder päpple, erreiche ich die gar nicht. Was muss ich denn jetzt lernen, um das zu lernen? Da unterhalten wir uns. Ich werde deine psychologischen Ausbildung nicht mehr nachholen von 56. Nee. Also, man kann das, wenn man NLP gut drauf hat, ist es lehrbar. Okay. Ja. Das ist auch meine Frage, wann und wo? Also wir arbeiten mit einer abgewandelten Form von David Grant, Brain Spotting, RMR-Methodenartigen in der Welt der Mediation, als Menschen aller Herkunftsberufe. Das heißt, bei uns ist keiner Psychotherapeut, weil die Aufgabe immer heißt Konfliktlösung. Und ich hätte das gerne, dass wir das bei dir lernen dürfen. Wann und wo dürfen wir das bei dir lernen? Unterhalten wir uns am Schluss drüber, okay? Habt ihr noch ein paar Minuten Zeit? Cora? Also ich habe eine Idee. Ja. Wie sich jetzt so sehr das blaue Röschen hier, das transportiert das eigentlich. Ja, genau. Und das ist 300 Jahre alt. Ja, ja. Es ist offen gestanden, also als ich das entwickelt hatte, ja, war mir irgendwann klar, im Grunde genommen ist das das traditionellste und älteste Heilkonzept der Welt, nämlich ein schamanistisches. Abgespaltene Seelenanteile. Da wir aber die Seele im 19. Jahrhundert abgeschafft haben, gibt es natürlich auch keine abgespaltenen Seelenanteile mehr. Ja? Also für mich ist Freud eigentlich das Ende der Psychotherapie, weil es seither kein Konzept der Psyche mehr gibt. Das Konzept der Psyche ist das Seelenkonzept in unserer eigenen Kultur. Das wurde nur so mit der Religion gleichzeitig rausgeschmissen, obwohl es eigentlich aus der Philosophie stammt, von Pythagoras im Übrigen. Okay, noch ein weiteres Phänomen und dann komme ich dann auch zum Ende. Dieses energiemedizinische Modell ist ja letztlich so ein Aura-Modell. Ja. Aber genauso wie die physische Welt ja weitergeht und da definitiv eine Menge Sachen existieren, die, wenn man es philosophisch nicht ganz doll so betrachten will, nicht ich bin. Ja, also ich bin nicht du oder
die Flipchart oder so. Und wir wissen durch das Hubble-Teleskop und was jetzt hoch ist, es ist ziemlich groß und komplex, was es draußen noch gibt. Auf der physischen Ebene gibt es eigentlich auch gar keinen Grund anzunehmen, warum sozusagen diese anderen Ebenen nicht auch weitergehen sollten. Ja. Und dann ist man sehr schnell beim Konzept nicht physische Wirklichkeiten, das bei den Out-of-Body-Travelern eine riesen Rolle spielt. Und das ist auch eine Erfahrung, die gibt es in jeder Kultur zu jeder Zeit. Da hat der Ethnologe Hans-Peter Dürr mal eine ganze Materialsammlung, so eine Dicke, erstellt. Und in der Antike war das als Seelenreisen bekannt. Also da gibt es richtig antike Berichte, wie Leute ihren Körper verlassen und über Dinge berichten, die woanders stattfinden, die sie hätten gar nicht sehen können. Ja. Ich hatte das Glück, ich war mit Frank Görmar, der leider verstorben ist, ein guter Freund von mir, aus der Zeit, wo wir Vorstände waren, war ich mal 2000 am Monroe-Institut, das ist dieses Forschungsinstitut für Out of Body, weil mich interessiert hat, ob die irgendeinen substanziellen Beitrag leisten können für die Frage, was ist Psyche. Und ich habe da alle Bücher gelesen, die es im Umfeld gab, und gethrillt richtig haben mich die Bücher von Bruce Mown. Bruce hat, die hatten da so Programme, wie dass man imaginativ wohin geht, von einem Helfer wohin gebracht wird, wo jemand nach dem Tod stecken bleibt, und dann bringt man den weiter auf das, was die da Fokus 27 nennen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und Bruce als Ingenieur dachte, vielleicht ist alles Schwachsinn, was wir hier machen. Ja? Und ging denen so lange auf den Nerv, bis sich eine Trainerin seiner angenommen hat, und er beschreibt in seinen 4 Büchern, die er veröffentlicht hat, seinen Weg, wie er zu der empirischen Überzeugung gekommen ist, dass es tatsächlich ein Leben nach dem Tod gibt. Und er hat Workshops dann draus gemacht, und ich habe selber 2 längere in Berlin veranstaltet, außerhalb von Berlin, wo er im Kern Folgendes macht. Er bringt den Leuten bei, Entspannung, Atmung, Imagination, also so WAKOK tatsächlich, obwohl er NLP gar nicht kannte. Und am zweiten Tag läuft es drauf raus, jeder schreibt einen Namen von einem Verstorbenen auf den Zettel, nur den Namen, und wirft den in den Topf. Der Topf wird rumgerührt und jeder zieht einen Namen. Das heißt, du hast einen Namen, von dem du in der Regel nicht weißt, wer den im Raum geschrieben hat, zumal du auch nicht alle Teilnehmer kennst. Dann macht er eine Gruppentrance, wo du durch den Park läufst und sozusagen dann dich auf eine Bank setzt, und dann bittest du drum in deiner Fantasie, also Fantasia ist das griechische Wort für Imaginatio, Latein Imagination, dass ein Helfer zu dir kommt, der dich zu dieser Person bringt. 20 Leute oder 100 Leute, egal, 20 verschiedene Filme. Dann sammelst du sinnesspezifische Informationen. Ist es draußen, ist es drinnen? Wenn draußen, welche Jahreszeit, welche Vegetation, wie ist die Landschaft? Wenn drinnen, Wohnungseinrichtung, Möbel, alles, was du in Details wahrnehmen kannst. Dann lässt du dir von dem Helfer die Person zeigen, beschreibst die Figur, wie die aussieht und so weiter, was er anhat, wie sie sich bewegt, gehst in Kontakt, findest dann erstmal raus, ob du überhaupt weißt, dass sie tot ist. Und lässt dir dann, bittest dann um einen Beweis dafür, dass du mit der Person Kontakt hattest, um irgendeine Information. Und dann kriegst du so eine Art Filmchen eingespielt oder ein Bild, kommst zurück, schreibst das alles auf, und bei der Auswertung wird dann gefragt, okay, also jemand liest seine Story vor, und dann wird rumgefragt, sagt jemand das was? Ja, und dann guckt man, ob es diese Matches gibt. Und natürlich, wenn es Luise hieß und Oma mit Gartenhäuschen, also mit Haus und Garten kommt, die gerne kocht, stimmt's, aber das kann man schon ein bisschen aus dem Namen Luise zum Beispiel schließen. Aber was in der Regel immer wieder auftaucht in diesen Workshops, sind das, was Bruce Warhitz genannt hat. Also einer hat zum Beispiel, auch ein ehemaliger DVNLP-Vorstand, der sehr skeptisch war dem Ganzen gegenüber, kam und sagte, also auf die Frage nach dem Beweis habe ich ein Bild gekriegt.
Und wenn das stimmt, gehe ich entweder gleich in die Psychiatrie oder nach Haus. Und das Bild war ein weißer Schachspringer, dem das rechte Ohr fehlte. Ja, er konnte überhaupt nichts damit anfangen. Bei der Auswertung stellte sich raus, er hatte tatsächlich korrekt wahrgenommen, dass es war ein französischer Name, ein Matrose aus Bordeaux war, der ganz so Gauloise und so Pastis getrunken hat. Und der den Namen geschrieben hat, hat erzählt, als er dann fertig war, sagte, du kannst fahren. Ich habe das auf Film, das ist sehr schön, dann das Gesicht zu sehen. Und zwar haben die sich besucht, wechselseitig, der Franzose und der Deutsche. Und der Deutsche hat tatsächlich ein Schachspiel, wo dem weißen Springer das rechte Ohr fehlt. Ja. Und wenn du das live erlebst, dann kommt was durcheinander. Ja. Passt das zu Sheldrake, das morphische Feld? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht genau sagen, aber Sheldrake kennt natürlich die indischen Konzepte, ja, die sehr ähnlich sind wie das, was ich jetzt vorstelle. Was dadurch irgendwie klar wurde, wenn solche Sachen sich häufen, und der Klaus Krochowiak, der leider auch ganz kurz nach Frank oder Frank Görmer gestorben ist, der war auch bei dem Workshop, und Klaus war sehr offen diesen paranormalen Themen gegenüber. Also Jens, im Zartum? Nee, nee. Das mit dem Ohr? Nee. Das ist jetzt. Ja. Ich erzähl's dir nachher. Der Klaus hat richtig einen roten Kopf gekriegt. Der hat dann daraufhin auch Bruce eingeladen nach dem Workshop. Und was ich mit Bruce gelernt habe, wir sind gute Freunde geworden, er hat mir sehr geholfen, dieses Abspaltungsarbeitsmodell zu entwickeln, ja, wo ich dann erst später kapiert habe, das gibt's ja schon. Aber es war irgendwie so das Gefühl, du bohrst durch einen Tunnel und kommst dann irgendwo an, wo auch schon andere aus anderen Richtungen angekommen waren. Was ich total okay fand, weil wenn du es selber entwickelst, bist du eigentlich ganz anders drin. Bruce war unglaublich netter Mensch und sehr, sehr, sehr hilfreich. Ist 2017 gestorben. Was ich da gelernt habe, und das war seine Idee, Imagination hat zwei Aspekte. Der eine ist kreativ, das heißt, ich kann mir ohne weiteres einen Elefanten mit 10 grünen Rüsseln vorstellen. Aber man kann Imagination als Wahrnehmungsorgan für nicht physische Wirklichkeiten auch benutzen. Und er hat das in seinen Workshops immer wieder empirisch gezeigt, dass das geht. Ja? Und wenn man jetzt Wahrnehmung als Wechselwirkung zwischen Selbst und Nicht-Selbst versteht, also zwischen jetzt auf der physischen Ebene mir, meinen Sinn und was auch immer da draußen ist, und das auf den anderen Ebenen auch, dann hat man sowas wie, dass man Imagination als Wahrnehmung für eine nicht physische Wirklichkeit nutzen kann. Sehr exotisch, aber auch eine uralte Idee, gab es schon in der Antike. Und da wir aber Energie nicht wahrnehmen können als Energie, übersetzen wir sie in persönliche Bilder. Das heißt, wenn man um einen Helfer bittet zum Beispiel, der was Bestimmtes kann, und es kommt eine sehr warme, freundliche, schöne Energie, kann das sein, dass ein Europäer das als Engel übersetzt. Ein Inder würde es in ein anderes Bild passen, ja, selbst wenn es dasselbe wäre. Wir haben über Jahre zusammengearbeitet, wir haben einmal die Woche geskypt. Damals gab es leider Zoom noch nicht, deswegen sind die Aufnahmen auch nicht so, also von der Qualität her. Und Bruce hat mir sehr viel geholfen zu verstehen, was läuft, weil ich habe ihm manchmal einfach Namen gegeben, ohne Informationen, und er war wie so ein psychisches Hubble-Teleskop und hat mir die Leute beschrieben und Aspekte, die ich so gar nicht vorher hatte, aber die in, sage ich mal, 80% der Fälle Volltreffer waren. Und er hat mich dann auf was aufmerksam gemacht, auf eine Methode über eine Freundin, die mit dem Entwickler zusammengearbeitet hatte. Das nennt sich Spirit Releasement Therapy. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Lehrbuch. Da ist auch sogar das Konzept der Abspaltung drin. Der macht es anders als ich, aber als NLPler versteht man das unmittelbar. Der heißt William Baldwin und das Buch heißt Spirit Releasement Therapy. Und im Prinzip redet man mit diesen Spirits, wie der das nennt, so wie mit einem Pfeil im NLP. Also du stellst Fragen, kriegst eine Antwort. Und das hat mich im Hinblick auf Stimmen hören und ein paar andere Phänomene
So zum Beispiel, dass wenn jemand sagt, ja, ich habe immer da so eine Stimme, die sagt so und so, ja, und die Leute denken, das sind sie selbst. Und dann frage ich, ist die männlich oder weiblich? Dann sagt die Klientin, männlich. Okay. Wieso hat eine Frau eine männliche Stimme? Dann denke ich psychologisch, sagt, das ist ein Vaterintrojekt oder irgendwie sowas. Aber man kann es auch anders sehen. Seit dem 19. Jahrhundert und erst da, also seit es überhaupt diese materialistische Weltsicht in unserer Kultur gibt, ist die fundamentale Vorannahme der Psychiatrie und Psychologie und Psychotherapie, dass alles, was ein Mensch hier in dem Bereich spürt, fühlt, denkt, sieht, muss selbst sein. Ja, und im Zweifel ist es eine Halluzination. Aber die Gegenthese ist, manches ist vielleicht auch nicht selbst. Ich habe hier, das sind eigentlich Ölgemälde, ich habe ein bisschen auf dem Schwarz-Weiß-Drucker gemacht. Das sind Bilder von einer schizophrenen Klientin von mir und das ist relativ typisch für schizophrene Kunst. Also Kunst von Leuten, die diese Diagnose haben. Das Grüne ist immer sie und dann hast du hier so ein komisches Tier und da noch einen Kopf oder hier jemanden oder da. Ja, das heißt, diese Leute, und das kann man auch sehen, malen dann tatsächlich in ihren Kreativsachen, dass da noch was anderes dran klebt oder im Körper ist. Und die Gegenthese zu der hier wäre, wenn man sich auf das Weltbild einlässt als Modell, dass manches, was wir spüren oder fühlen oder denken, vielleicht nicht selbst ist. Und wir auf einer nicht physischen Ebene damit wechselwirken, also meine mentale Ebene mit dem, was da noch existiert. Einen krassen Fall hatte ich, also der war sehr beeindruckend, da kam eine Frau zu mir, die sagte, auch aus der NLP-Szene, und sagte, als ich gefragt habe, wobei ich behilflich sein kann, sagte, na, ich habe seit ein paar Monaten ganz starke Suizidgedanken, aber ich habe gar keinen Grund, ich weiß es nicht warum. Mein Job ist okay, meine Beziehung ist soweit okay. Und es kam plötzlich. Ja, dann habe ich die Diagnostik dazu gemacht mit ihr. Und sie hatte tatsächlich hier an der rechten Seite vom Kopf so eine dunkelschwarze Energie sitzen, die sie wahrnehmen kann. Also man fragt einfach, wo spürst du, ist es angenehm, unangenehm, wenn es eine Farbe wäre, also überlappend ins visuelle System. Und dann war da was Schwarzes. Und dann habe ich einen Dialog initiiert mit dieser Energie und was ich herausstellte, zumindest waren das die Informationen, die sie mir dann gab, das war ein junger Mann, 20 glaube ich, der sich umgebracht hatte, aber noch nicht wusste, dass es bereits passiert war, sondern der immer noch okkupiert war von diesen Suizidgedanken. Und dann haben wir ihn, und das ist sozusagen das Modell da drin, dann haben wir den sozusagen jetzt nicht vertrieben, so, also die Exorzisten bei der katholischen Kirche, die es ja gibt, die sagen dann so, weiche Satan und so, ja, aber denken nicht drüber nach, ja, wo geht denn der Satan dann hin? Ja, das ist ja unökologisch irgendwie. Sondern im Grunde genommen, wenn man davon ausgeht, dass es solche Sachen gibt, die man im nicht-physischen Bereich, die nicht selbst sind, was für Zwangsimpulse und Zwangsgedanken interessant ist, teilweise versucht, Stimmen hören eh, oder ich habe einen jungen Mann, wo ich weiß, dass da, wenn ich in dem Modell arbeite, Fremdenergien sind, der kriegt dann zum Beispiel Bilder eingespielt, er würde Spaß haben, sexuell mit Kindern was zu machen, der hat überhaupt keine Anzeichen davon. Ja, der will, das interessiert ihn gar nicht, der ist ganz normal, aber und er kriegt Angst. Ja, solche Phänomene, wenn man jetzt annimmt, es gibt solche Fremdenergien, dann geht es einfach nur darum, die zu identifizieren, in Kontakt zu kommen und sie an einen besseren Ort zu bringen. Das heißt, wohin, wo es denen gut geht und damit ist dem Klienten oder der Klientin auch geholfen. Und auch das ist letztlich schamanistisches Wissen. Ja, das ist eigentlich uralt. Das ist uralt. Das gab es in unserer Kultur, das gibt es immer noch in unserer Kultur. Es gibt es nur nicht mehr in der Psychologie, weil die Psyche nicht mehr existiert. Ja? Also die wurde praktisch abgeschafft. Und im Grunde genommen
kann man damit sehr interessante Sachen machen. Es gibt auch tatsächlich sowas wie richtig bösartige Außeneinflüsse. Da hatte ich vor 2 Jahren sehr viel mit zu tun. Darf ich fragen, den Außeneinflüssen? Ganz kurz, ja. Noch eine Flip, ja. Dann bin ich durch. Ja, also das Prinzip ist klar, es muss nicht alles selbst sein. Ich habe zum Beispiel mal einen Mann mit schweren Zwangserkrankungen gefragt, der musste immer, wenn er, der hat so einen Gewaltgedanken eingespielt gekriegt und dann musste er immer so einen großen Teddybär durch die Straßen schleppen und dann musste bis zur nächsten Straßenecke zurücklaufen und wieder vor. Den habe ich gefragt, da saß ich am Küchentisch mit dem und habe gesagt, da habe ich experimentiert damit, was ist denn, wenn ich nicht frage nach der positiven Absicht des Teils, sondern nur nach seiner Absicht. Dann habe ich gesagt, okay, geh mal nach innen und so. Und dann nehmen wir mal an, es gibt einen Teil, der das macht. Frag den doch mal, was seine Absicht ist. Dann ist der zusammengezuckt und sah ein Monster vor sich. Und die Antwort war, dich vernichten. Ja. Nur dadurch, dass ich diesen Frame ein bisschen geöffnet habe und nicht nach der positiven Absicht gefragt habe. Und damals wusste ich von dem allem nichts, deswegen konnte ich dem auch nicht helfen, aber es sind so Erfahrungen, die interessant sind. Paradigmatisch ist es ein Weltbild, in der wir in mehreren Existenzebenen gleichzeitig leben, also multidimensionale Wesen sind. Das Konzept des Psychen ist energetisch oder nicht physisch. Ja, in der Antike nannte man die Ebene Pneuma. Geht vom subjektiven Erleben aus, besitzt sensorische Äquivalente, also über Eigenwahrnehmung kann ich mit dem Modell was anfangen, Abspaltungen kann man imaginativ wahrnehmen, Fremdenergien. Es ist prozessorientiert, unterscheidet nicht zwischen gesund und krank. Erstaunlicherweise haben viele Leute Fremdenergien, nur meistens harmlose, die man gar nicht groß merkt. Die angetretenen Lösungen sind selbsttragend und werden unbewusst realisiert. Und diese energetischen Abspaltungen, Fremdenergien, zeugen eben diese nicht steuerbaren Prozesse. Das ist die Idee. Und damit bin ich fertig mit dem Vortrag. Danke.